Ich sag jetzt nicht, ich komme hier auch nicht rein. Das gibt's doch nicht. Wie komme ich denn da am Ende hin? Schön, dass die Mucke wieder aus ist. Machen die sowas? Kann ich mir fast gar nicht vorstellen. Witzig, dass das da steht. Weil ich ja währenddessen übertrage. Munition habe ich nicht. Habe ich vielleicht einen... Nee. Ja. Gelesen haben wir es ja schon. Ja, der Schlüssel ist das Problem. Neben dem... Ach so, Kaminsaal hieß Kaminsaal. Okay. Deswegen, normalerweise macht man das ja so mit drei Punkten. Die Musik ist so schön in diesem Spiel, ne? Und dann... Ich kann mich nicht erinnern, dass die früher auch schon so gebackt hat. Matratze ist hier halt nicht drin. Ja, ach komm. Nee, nicht Bett benutzen. Hätte sein können. Dass ich quasi das Bett benutzen muss, um an den Schlüssel zu kommen. In einer Matratze neben dem Kaminsaal. Ja, das ist ja. Das ist ja quasi die Ecke, für die ich den Schlüssel am Ende brauche. Das ist ja Blödsinn. Weil hier sind ja keine Matratzen. Ich hoffe, ich missverstehe hier nicht irgendwas. Oder wurde da vielleicht was falsch übersetzt? Quatschen kann ich mit ihm ja nicht mehr. Oder ging es jetzt darum, weil der eine Kerl hat ja gesagt, dass der Wahn jetzt bei seinen Soldaten schläft. Heißt das, ich muss jetzt den Schlafsaal finden, aber wo ist der denn? Also der Schlafraum. Ne? Ma, du schon wieder. Wie geht's dir? Ich habe gehört, dass Erhard den Löffel abgegeben hat. Geht es mir gleich besser. Und unser Lord ist wieder in der Burg. Noch besser. Welche Rolle hast du dabei gespielt? Keine große. Erhag ist mir einfach auf die Nerven gegangen. Du hast ihn erschlagen? Sehr gut, das höre ich gerne. Eine wahrhaft große Tat. Er müsste mal Egid und Enim kennenlernen. Wenn er da so ein Aufschneider wäre, der hätte ja schon längst Bauernkloppe kassiert. Ja, unfassbar. Was der Held hier vom Stapel lässt. Ja, ist jetzt ein bisschen ungünstig, dass ich hier die ganze Zeit rumschlender, aber ich will. Ich will schon in diesen Turm jetzt reinkommen. Und wenn sich das nicht lohnt und der Ring dann am Ende Kacke ist, dann drehe ich, glaube ich, am Rad. Aber ich könnte mich einfach eigentlich schon mal darauf vorbereiten. Ich glaube, ich werde richtig bitter enttäuscht.
Hier jetzt im Bett steht. Richtig schön durchgeweicht. Das wär's ja. Ich hoffe, ich habe am Ende nicht irgendeinen Schlüssel verkauft oder so, weil ich zu blöd war zum Lesen. Da stand doch was. Na, gucke mal. Also hat irgendein... Ich meine, maximal ist er halt irgendein Feldherr oder General. Auf jeden Fall nicht der Lord. Und der hat jetzt einfach einen ganzen Turm abgeschlossen von der Burg. Der auch noch lebenswichtig zur Tür aus, zum See ausgerichtet ist. Und über die Brücke, über die Angreifer queren können. Ach, da ist ein Hebel. Welch Anmut. So, hier ging es nirgends so. Das kann jetzt nicht sein, wenn die mir jetzt... Ach ne, ich darf hier, glaube ich, rüber, ne? Da hinten war ja auch abgeschlossen, oh Gott sei Dank. Da war ja gar nichts drin, das... Also... Ja, ich darf mich aber auch nicht... Die... Also, ich weiß ja schon, dass ja alles Quatsch ist. Darf mich da eigentlich gar nicht drüber aufregen, aber es tut trotzdem weh im Fanherz. Das kann keiner abschalten. Ein altertümliches Relikt, da ist es. Und so langsam dürfte die Musik auch wieder losgehen. Stärke und Heiltrank. Gern gesehen. Eine Kiste war hier noch, ne? Gold! Und ich habe jetzt nicht gelesen, was da alles drin ist. Ich Idiot. Ausrüstbares. Lord Trontas Siegelring. Den nehme ich mir aber. 45 Rüstung? Was macht denn das Schwert? Nichts. Oh. Seit wann habe ich diese schlechte Armbrust ausgewählt? Kein Wunder, dass ich keinen Schaden bei den Blutfliegen und gemacht habe. Mega dumm. So, dann heb doch hier nochmal den Hebel. Zieh den Hebel. Die verkaufe ich jetzt noch meinen ganzen Schmarrn. Ich brauche nämlich nur ein Bastardschwert, auf jeden Fall, Barbarenschwert auf jeden Fall. Der ganze Ork-Quatsch kann weg. Der Boss, das war auch vom Ork von Erhag. Das kann aber alles weg. Da muss ich gleich mal gucken. Ich glaube, ich brauchte eine Armbrust für irgendwas zum Herstellen. Ne? Nur die Pfeile, das kann alles weg. Das darf jetzt weg. Lyuvians Ring brauche ich nicht. Das brauche ich alles nicht. Schilde. Nee, komm. Ich hau jetzt hier alles weg. Um mal wieder ein bisschen Übersicht zu bekommen. Jetzt muss ich nochmal gucken, was das Amulett hier. Ich glaube, die habe ich mich noch alle gar nicht kontrolliert. Hier 25 Mana, 5 Magiekraft. Da kann Erhag weg. Ring kann auch weg, das kann auch weg, das kann auch weg. Gut. Das behalte ich mal alles. Hier habe ich schon alles gelernt. Und die Runen wollte ich behalten. Festgegenstände kann ich eh nicht verkaufen, warum das hier auch immer aufgeführt ist. Aber damit habe ich gerade mal 10.000 Gold. Super. Irgendwas brauchte ich hier. Armbrust. Achso, für eine Arcana-Armbrust, genau. Aber das ist nur eine Miliz-Armbrust. Er macht aber auch nur 18 Fernkampfkraft. Das ist ja Quark. Das könnte man sich vielleicht nochmal überlegen. Aber sonst brauche ich das eigentlich nicht.
So viel stärker bin ich ja seit dem letzten Stream auch nicht geworden. Ich habe auch nichts mehr skillen können. Das heißt, die Blutfliegen werden jetzt immer noch genauso lästig sein wie vorher. Sind das wirklich so viele Sammelobjekte? Innos-Statuen? Hohensteine? Ja, Tatsache. Ist ja mega sinnlos. Also einmal hast du die Hauptquest, das ist ja quasi nur spiel das Spiel durch. Du hast fünf Quests oder sechs Quests im Log und eine ist eigentlich nur wichtig dafür. Hier noch irgendwas auf der Karte. Das ist meine Hauptquest wahrscheinlich. Oh, warum kann ich jetzt zurück nach Stewark? Also wenn ich dann schon mal, wie soll ich sagen, gefordert bin, wieder zurückzugehen, dann mache ich das natürlich mal. Das sieht man ja nicht so oft. Dann hat man dafür schon mal einen Grund. Also wo komme ich denn hier hin, wenn ich den Stein benutze? Ich könnte hier gerade irgendwas anderes auswählen. Gerade irgendwas zum Einsammeln verpasst. Alter. Ach, alte Angel. Bin ich dämlich. Kennt ihr das, wenn ihr so Worte habt und die einfach nicht auf Deutsch aussprechen könnt, obwohl sie eindeutig auf Deutsch dastehen? Dämlich. Am Bluttal bin ich jetzt wieder. Ach, siehst du, komme ich überhaupt zurück? Das ist ja zu alles, ne? Verdammt, aber wenigstens spielt die Musik wieder. Das ist schon mal ein großer Gewinn. Ich habe mir vorher noch was gekocht und beim Zwiebelnschneiden ist irgendwie, hatte ich keine großen Probleme. Irgendwie tränen meine Augen jetzt aber. Habe ich nicht. Yeah. Ein paar Erfahrungspunkte. Aber gut, die Pflanzen nehmen wir natürlich auch alle mit. Wofür auch immer, ich glaube, da habe ich schon mal drüber gesprochen, dass das hier keinen großen Sinn zu machen scheint eigentlich. Aber diese Spielereihe hat es einem ja quasi antrainiert, immer jeden Rap mitzunehmen. Egal was es sei. Wilder Scavenger. Ich habe jetzt schon wieder so lange nicht gespielt. Richtig Schiss, dass ich hier aus dem komme. Aber scheint das mal ganz gut zu laufen. Wäre ich gespannt, ob ich mich dann noch irgendwie rüber teleportieren kann. Ärgert mich schon ein bisschen, dass ich das nicht nochmal irgendwie vorher nachgeschaut habe, dass ich nochmal nach Stewart kann. Jetzt ist da so ein lustiges Ausrufezeichen und ich komme da nicht zurück, oder wie? Kann ich da zurückspringen? Das wird mir schon ein bisschen so angeboten, ne? Tatsache. Das ist ja nett. Huch, so tief würde ich eigentlich gar nicht fallen. Da speichere ich doch glatt nochmal drüber. Das war schon ein bisschen heikel gerade. Ich weiß nicht, wie sich der Fallschaden hier verhält. Ich habe es auch noch nicht ausprobiert. Doch habe ich, aber ich habe es vergessen, glaube ich, wie sich der Fallschaden verhält. Oh, die Musik ist schon toll. Die ist wirklich toll. Ja, ich will die ganze Zeit sprinten, aber er sagt mir, schleichen geht nicht. Witzig. Aber sprinten kann er auch nicht. Er ist wirklich das Allrounder-Genie. Aber sprinten und schleichen kann er nicht. Aber die Musik holt mich wirklich ab. Das ist unglaublich. Ich
lieb's. Kaum zu glauben, dass die nicht von... Na gut, ist ein bisschen zu freundlich für Kai Rosenkranz, aber... Ich finde super, wie die Fenster total hervorstechen, obwohl sie ja eigentlich transparent sind, ha? Aber Grafik will ich eigentlich nie einen Vorwurf machen, das ist immer Blödsinn. Das ist selten wichtig. Ich glaube, das einzige Spielegenre, wo Grafik wirklich wichtig ist, sind so Strategie- oder Aufbauspiele. Da macht das viel über die Glaubwürdigkeit. Ach, Syra ist das. Wer bist du denn gewesen? Winstan, warum kann ich ja mit den Neuen sprechen? Stuart ist gerettet. Dass jetzt der richtige Baron regiert, ist dein Verdienst. Schon gut, Winstan. Ich will nur zum Silbersee. Mach dich nur nicht so klein. Ein Hoch auf den Helden von Stuart! Ich war schon am Silbersee. Hätte ich eigentlich am Silbersee nochmal eine neue Rüstung bekommen müssen oder so? Du hier? Ich hier. Stellst du mir nach? Ich muss was für einen Magier erledigen. Ich auch. Hilf mir mal mit der Statue. Was stimmt mit der Statue nicht? Da fehlen noch ein paar Teile. Wahrscheinlich haben die Orks sie in der Gegend verstreut. Sie könnten auch in den Ruinen liegen. In dem unheimlichen Ding? Da traut sich auch kein Ork rein. Such du ruhig draußen weiter. Ich schaue mich in den Ruinen um. Sturkopf. Wenn ich mit den fehlenden Teilen zurückkomme, musst du die Statue zusammensetzen. Abgemacht. Andersrum genauso. Oh Gott, ich glaube, sie hat... Das ergibt ja gar keinen Sinn. Ich glaube, sie hat gerade Dialoge bekommen von einer Stelle, wo sie noch gar nicht steht. Oder eigentlich jetzt hätte stehen sollen. Wisst ihr, wie ich meine? Das markiere ich jetzt mal raus. Du bist Syrer bei dem Wetterstrahlen. Südlich? Im südlichen Sumpfland? Die Quest hat sie mir quasi um die Gegend von Tuschurum gegeben. Oh, Hilfe. Das, ja, ich... Das sind Bugs. Das, damit... Mann, was soll ich sagen? Das sind Bugs. Das kann ich ja dem Spiel nicht vorwerfen. Das haben wir. Das sind halt versehen. Aber ich habe schon so oft gesagt, das packt sich halt alles zusammen, ne? Jetzt habe ich mich auch noch wegteleportiert. Ja, gut. Da bin ich selber schuld. So, was ist das denn gewesen? Ach, und die Viecher. Noch wer? Aber die Musik könnte auch eine Weile spielen. Ach, ist ein... Ich bin hier richtig zerrissen, also nicht wirklich. Ich meine schon, ich kann schon ganz klar sagen, was hier mystisch ist und was nicht. Aber die Musik ist wirklich toll. Auf der einen Seite meckere ich die ganze Zeit rum, was auch absolut berechtigt ist. Und dann, nächste Sekunde, freue ich mich über den Soundtrack. Gibt nichts, was mir so wichtig bei einem Game ist wie Musik. Das ist unglaublich. Das ist jetzt nicht so, als hätte ich das studiert oder so. Also, ich glaube, Leute, die sich da noch besser auskennen als ich, also ich kenne mich ja gar nicht aus, also sich überhaupt auskennen, denen geht das vielleicht nochmal ganz anders. Hoffentlich. Wäre schade, wenn das nicht so wertgeschätzt wird, wie ich das sehe, weil es, ich bin noch komplett voller Unverständnis, wenn mir schon allein, weil, weiß ich, wenn man früher in der Schule Pokémon gespielt hat oder so, oder weiß ich, Mario auf einem Gameboy oder so, und Leute einfach die Musik ausgemacht haben. Und sagen, das stört nur, das nervt oder das ist nicht so wichtig. Das, also, das packe ich überhaupt nicht. Ich gehe gerade ein bisschen falsch, ne?
Ja, ich hätte woanders abbiegen sollen. Nächste rechts. Schön Cam-Spin gemacht. Damit man mal ein bisschen was von der Landschaft sieht. Hässliches Spiel am Ende auch nicht. Es sieht irgendwie schon, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, das wird in den WoTs noch ein bisschen schlimmer. Es sieht so ein bisschen grisselig aus. Weil wenn man sich dann die Schrift anguckt, die sind alle perfekt leserlich Full HD. Fällt doch gerade jetzt wieder auf, dass ich bei den VODs auf jeden Fall noch dran denken musste, die Cutscenes einzufügen. An den richtigen Stellen. Ich glaube, ich habe gerade mal zwei reingeschnitten. Einmal das Intro und die Szene von Fischir, als Robas Streitmächte da angreifen. Wäre schon schade. Die Story wird dadurch auch nicht besser, aber irgendwie Gothic mit Cutscenes ist ja auch was Neues. Ich habe gesagt mit Gothic mit. Ihr wisst schon, wie ich das meine. Das lasse ich mir auch gar nicht so auslegen. Jetzt hätte ich jetzt aus Versehen was gesagt, wie ich es wirklich meine. Nö. So meine ich es nicht. Da fliegt noch ein bisschen was rum. Ein bisschen Kills muss ich auch noch mit Magie machen. Aber Pflanzen nehme ich natürlich auch gerne mit. Unser Ziel ist es ja immer auch noch, die Platin-Trophäe hier abzugreifen. Damit ich das Gefühl habe, zumindest, dass ich das erstmal eine Weile hinter mir lassen kann, wenn ich das wirklich auf 100% habe. Also ob ich mir dann voll auf sich Tarif noch reinziehe, weiß ich nicht. Das brauche ich ja theoretisch dafür nicht. Ob ich dafür auch noch die Muße habe. Wenn man da ja eigentlich nicht mal den Schafhirten hier spielt. Toter Hase. Hier schon geht's hier auch nicht besser. Was liegt denn da? Was habe ich denn übersehen? Ein Wildschwein. Vollgefressen, das war dann wahrscheinlich einer von den Heilnüssen, die ich übersehen habe. Schön. Das ging ja schnell. Hier ein paar Blaubeeren. Das mit dem Regen ist auch so, also ist ja alles kein Problem. Ist ja, wenn er nicht da ist, dann muss ich sagen, fehlt er mir auch. Aber man kann ja nicht mal irgendwie Nächte oder Tageszeiten oder Wetterphänomene überspringen, weil man ja nicht pennen kann. Ja, nicht genügend Mana. Okay. Bin ich noch richtig? Ja, hier. Da habe ich dann gleich am Silbersee vorbei. Jivi wird uns in Tushu dann komischerweise wahrscheinlich auch gleich wieder begegnen. Ich hoffe nicht, dass das quasi die Intention am Ende ist, dass Jivi und Syra unsere neuen Friends werden sollen. Ja, ist jetzt ein bisschen hässlich mit dem Gespringe, aber ich brauche noch ein paar Sprünge für die 1000 Mal. Ich habe immer das Gefühl, dass wenn ich sage, ich muss noch 1000 Mal springen, das klingt, als würde ich es irgendwie sarkastisch meinen oder damit auch das Spiel runtermachen wollen, was ich im Endeffekt auch will. Aber es ist halt wirklich eine Trophäe, 1000 Mal zu springen. Wäre jetzt auch nichts dran verloren gegangen, wenn man
die einfach nicht dazugenommen hätte. Und stell dir mal vor, du achtest dann nicht drauf, was du für die Trophäen machen musst von Anfang an und checkst die erst am Ende des Games oder so, dann stehst du halt mal, weiß ich, bestimmt eine Stunde rum und drückst einfach nur Kreis. Bescheuert. Einfach nur bescheuert. Hier sind halt am Ende auch noch ein paar Blutfliegenschwärme. Eigentlich müsste ich die auch noch ausrotten. Aber es wird langsam ein bisschen lästig mit den Viechern hier. Komm, ich habe gesagt, ich mache die jetzt nicht. Oder noch durch die Wände schon aggressiv. Ich komme da bestimmt nachher wieder, wenn ich ein paar Mana-Punkte mehr habe. Oder Kraftpunkte. Also ich meine diese magische Kraftpunkte. Genau. Dann kann ich das ja immer noch machen. Was sind das? Ach ja, stimmt, die war so eine Lurker-Horde. Ganz vergessen. Die werde ich mich noch kümmern müssen. Jetzt gibt's was mit der groben Kelle. Ui. Weg mit dem Lurker. Leuchtet da so komisch, sieht fast so aus, als wäre es da, gäbe es da was zu holen. Aber das war es auch nicht. War das hier die Hütte, wo Lester drin saß? Ja, ne? Ich check auch nicht so richtig, wie diese Teleporter verbunden sind, ne? Aber hier ist ja niemand mehr. Ach ja, stimmt, die sind ja auch. Lester ist ja mit den Orks mitgegangen. Mir fällt jetzt erst auf, wie dämlich das ist. Kannst du keinem erzählen, was hier passiert. Da wollte sich kein Autor mal mit irgendwelchen Charakteren auseinandersetzen. Wahrscheinlich haben die auch nur vorgesagt bekommen, ja, da, oder haben sich schlecht informiert und gesehen, ja, es ist halt Fantasy und da gibt's Orks und da ist Krieg und die drei Götter da und das war's eigentlich. Ach ja, und der Held hat drei Freunde. Und die schreiben wir jetzt einfach, wie wir Bock haben. Da kriege ich doch schon einen Questmarker. Was soll das denn sein? Sind das die Felsen? Sieht fast gar nicht so aus, ne? Habe ich eine Quest übersehen, bevor ich den ganzen Ork-Kram gemacht habe? Da gibt es schon so ein cooles Ausrufezeichen. Das sind wohl diese ominösen Steine tatsächlich. Gibt es hier noch irgendwas, was ich übersehen habe? Da hinten könnte vielleicht noch ein Höhleneingang sein. Ich will nicht so richtig was skippen. Also ich würde schon gerne, aber ich habe Angst, dass mir das dann im Kampf mit den stärkeren Viechern nachher ein bisschen zu schaffen macht. Wenn mir jetzt hier die Punkte fehlen, aber es scheint alles okay zu sein. Ich muss da jetzt, da muss ich jetzt nochmal versuchen, irgendwie hinzukommen, ne? Also ich erinnere mich, als wir in dieser Höhle drin waren. Ich habe mich ein paar Mal verlaufen. Oder beziehungsweise die richtigen Abzweigungen nicht gefunden, aber ich will da jetzt hoch. Irgendwo muss ich ja was verpasst haben, eine Abzweigung.
Ich meine, so wichtig wird der Inhalt dieser Kiste jetzt auch nicht mehr sein.